Verschwinde! Verschwinde! Was immer du auch bist! Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Let's Play Amnesia, A Machine for Pigs. Ich bin der 93 Jovo. Wir sind tief unten in der Nähe der Maschine. Oh. In meinen Träumen spaziere ich mit meinen Kindern. Ich gehe in den Tunnel, den noch kein Mensch zuvor betreten hat. Dessen bin ich mir sicher. Jetzt sind es nur noch er und ich. An meinem Ärmeln bildet sich Frost. Die tödliche Stille und die eiskalte Luft sagen mir, dass ich dem Ziel nahe bin. Jawohl, wir sind nah. Verdammt nah, nochmal. Juhu. 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 Ich habe das Gefühl, irgendwas Schlimmes wird noch passieren. Irgendwas Schlimmes. Irgendwas wird noch passieren. But why did you take my children? I and this. Of all the blood we have spilled together, the first drops fell from your hands alone. Then I am damned for a filicide. And everything is lost. Ich hab's vermutet. Die Kinder sind durch die Maschine gestorben. Die Stimme? Was ist los? Warum? Was ist das für ein Geräusch? Hä? Oh nein. Jetzt sag nicht, hier ist... Was war das? Was zur Hölle war das? Ich habe Blitze gesehen, einen schweineähnlichen Körper und... Auf einmal war es weg. Auf einmal war es weg. Oh. Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, und dann mir... Ah, mein Magen zieht sich zusammen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ach, jetzt... Ich habe so das Gefühl, irgendwas... Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hab's. In einer Notiz haben wir was gelesen von fehlgeschlagenen Experimenten, die zwischen zwei Welten hin und her gerissen werden. Sie sollen sich in den kühlen Teilen aufhalten. Das müssen sie sein. Die fehlgeschlagenen Experimente. Er war da. Für einen Moment in unserer Welt. Und im nächsten Moment war er in einer anderen Welt. Und hier ist es kalt, er hat selbst gesagt, die Eiskälte. Super. Ach nein. Vier Monstertypen in einem Spiel. Das hatte Amnesia nur durch einen DLC geschafft. Da. Ihr sagt nicht, dass es da drin. Oh, und ich muss da drin was machen. Ach, hör mir auf mit der Kindermusik. Das ist ja wie bei Freddy Krüger. Eins, zwei, das Schwein, das kommt vorbei. Drei, vier, es steht vor deiner Tür. Fünf, sechs, hol doch gleich die Hex. Sieben, acht. Wir haben... Stopp gemacht. Okay, das sind die Maschine. Was? Oh, oh, okay, okay, schnell, schnell, schnell. Okay, schnell. Verschwinde, verschwinde, was immer du auch bist. Komm, komm, bitte, bitte, bitte. Geh weg, 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 geh we
Geh weg! Da, geh weg! Ach, der Schwamm ist wieder da. Wunderschön. Moment. Ist er weg? Was war das gerade für eine kleine Explosion? Oh. Ich kann mir denken, was das bedeutet. Wenn ich richtig hingesehen habe, das hat so eine Art Tanker oder so in seinem Körper drin. Das war die Verbindung X. Und wie gesagt, die Verbindung X explodiert, wenn sie von Licht bestrahlt wird. Das ist also die Schwäche von diesem Monster. Licht. Oh, was war das? Was war das? Das fehlgeschlagene Experiment. Ich brauche aber einen anderen Namen dafür. Irgendeinen schönen Namen, damit ich nicht so viel Angst dafür habe. Elektrizität. Die wandelnde Steckdose. Ihr kennt doch die Steckdosen. Ihr kennt keine Steckdosen. Die Teile sehen aus wie die eingemauerten Schweine. Man sieht nur die Steckdosen, also ihre Nasen. Okay, ich war richtig. Und das ist halt eine wandelnde Steckdose. Das ist sozusagen das, was hinter der Wand versteckt ist. Wir werden also keinen Schweinebacken mehr begegnen. Wir werden keine Drecksäue mehr sehen. Klappewind, oh la la, du pfeifst mir zu, du findest mich heiß. Danke für das Kompliment. Wir werden jetzt wohl öfters dieser wandelnden Steckdose begegnen. Oh. Wenn man vom Teufel oder vom Schweine spricht. Na, wo bist du? Hä? Warst du nicht hier irgendwo? Und der nächste Abschnitt. Mandus steigt zu den Geistern hinab. Blut, Mandus. Du und ich. Wir sind im Blut getränkt. Du trägst mich wie eine Maske. Und wir werden die Zukunft aus dem Brustkorb der Gegenwart ins reißen. Wow, die Stimmung gerade draußen, die passt perfekt zum Video. Wir werden sie retten. Wir werden sie alle retten. Die Maschine scheint ein eigenes Leben zu führen. Aber wie kann das sein? Mandus Processing Company, elektrokative Ausblendung, Süd. Wow, draußen ist bei mir gerade ein ganz schöner Sturm. Und Stürme. Only to save you. Only to spare you. I would have given my soul to spare you this world and its loan. Das alles nur um seine Kinder zu retten. Um seine Kinder zu retten. My children. What have I done? What have I become? Um seine Kinder zu retten, hätte er die ganze Welt aufgegeben. Ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt... Right, my darlings. All of my wrongs will be righted. All of my sins washed clean. Ich meine, würde man jetzt sagen, er ist geisteskrank, dass er so denkt? Oder würde man sagen, er ist ein wirklich liebender Vater? Aber ich meine wirklich, was war da wirklich der Gedanke dahinter? Dass Menschen zu Schweinen werden, damit sie nicht sterben, weil diese Verbindung X holt anscheinend einen Körper aus dem Totenreich zurück. Also physikalisch so gesprochen, also... Wie will ich sagen, philosophisch gesprochen. 28. Dezember 1899. Erinnerungen, sie tauchen wie aufgeblähte Körper im Abschaum der Themse auf. Ich sah sie an, bedeckt mit dem Blut ihrer toten Mutter. Kleine Schweinchen, wie sie da schreiend in ihren Windeln lagen. Und sofort war mein Herz voller Liebe und zugleich allumfassenden Hasses, denn ich mir niemals hätte vorstellen können. Hat sich meine Seele an diesem Punkt gespalten und ihn geschaffen? Was dies, das Ei meiner Seele, der Moment, in dem die große Uhr zu ticken begann? Der einzige Weg zur Wiedergutmachung ist, uns wieder zu vereinen, mich wieder eins zu machen, den großen Kreis zu schließen und diesen verrückten Amazmas in meinem Herz zu lassen. Und ihm zu vergeben, wie mir selbst. Wait a second! Wollt ihr damit einem sagen, die Stimme, die man hört? I love you, my darlings, and I am sorry.
I am sorry for all I have done. I simply loved you all too much for this world. Danke, dass du mich immer wieder unterbrichst, Mandus. Lass mich auch mal ausreden. Soll das heißen, die Maschine beherbergt den verrückten Teil von Mandus Seele? Na gut, das ist Amnesia. Das kann ich kann's mir vorstellen, dass es sowas Verrücktes hat. Ich kann's mir echt vorstellen. Oh oh. Mandus ist allein. In meinem Zielen suche ich nach Anweisung, nach Hilfe, nach Rat. Aber im Gegenzug verhöhnt mich das System. Einfallspinsel, sagt es. Jetzt musst du deine eigenen Antworten finden. Oh, und das soll heißen? Ich muss meinen eigenen Weg finden. Oh oh. Ich höre Hufe schaben. Ich kann nicht rennen. Mandus, put aside your misguided crusade and let me save them. You may hate me, Mandus, but I have seen the future, your 20th century, and let me tell you this, a far greater slaughter awaits you there. I seek to save the world by blood now, before millions fall beneath history, pushed under by blade, bullet and gas. Wie, der ist in die Zukunft gereist? Man hat gesehen, was daraus wird? Im 20. Jahrhundert, also... Oh no. Oh nein. Wow, wow, was für Skills. Was für Skills. Bin ich. Moment mal. Bin ich den richtigen Weg gegangen? Bin ich den richtigen Weg gegangen? Beim ersten Versuch? Und habt ihr dieses Geld gesehen, wie ich einfach mal über die Wand der Steckdose gesprungen bin? Mir wird schlecht. So viel Glück kann auch nur ein Trottel haben. Wo soll ich denn hin? Ich muss da irgendwie rein. Nur wie? Das meinten sie also mit einem Weg. Okay, aha, da geht's. Alles klar, los. Hoch geht's. Und rauf und rauf und rauf. Ich bin ein... Wenn's um Labyrinthe geht, dann finde ich oft den Weg. Oh Mann, gleich wirst du mich wieder wegreißen, oder? Nice! Ja. Und einmal, zweimal. Ist das jetzt das Finale? Bin ich gerade dabei, das Spiel zu beenden? Jupp. Und noch einmal. Was sind das? Zündkerzen. Sind das so Zündkerzen? Generatoren. Und zwei. Drei und vier. Ah, da unten geht auch was an. It is time to end this madness. Es ist vorbei? Wo geht's rein? Oh. Es ist das Ich habe so das Gefühl, es ist das Finale. Das heißt extra langer Part. Wow. Was war das? War das ein Ei? War das ein Herz? Da war was in der Maschine. Enoch, Edwin, Oswald und ich. Oswald? Wer ist Oswald? Oswald? Moment, hatte der einen dritten Sohn? Einen Bruder? This is the loading song, which isn't very long. Trovo, that is my name. Back now to the game. Thank you. Mandus, listen to your heart. You know you are with me. You created me to save the world. I am your friend.
Was muss ich hier machen? Wo bin ich überhaupt? Ach, hier bin ich. Da war in der Halterung irgendetwas. Ich habe es nicht genau gesehen. Es war irgendwas Rundes. Es könnte ein Herz gewesen sein. Was ist das? Wie kann man sowas unauffällig unter der Erde bauen? We sought the same thing, to save humanity, ridding them of their painful, stupid, pointless lives. Mandus, stop. Think about what you are doing. For your children, Mandus. Do not speak of my children, monster. I did not kill your children, Mandus. You sacrificed them on the temple steps, knowing what the coming century would do to them. Your sons will drown, lungs full of mud and shrapnel on the banks of the Somme. You wanted to save them from the horror to come. That is the vision we shared. Everything we have built to avert this coming nightmare. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled. We deserve to make them free. Wir schon fast wie immer auf dem Jahrmarkt. So eine Geisterbahn. Das ist ein Schwein, oder? Und die Jungs. Alles klar, weil die Generator. Da überall die Kinder. Alles für die Kinder. Hm. Ich sag jetzt nicht viel, weil ich einfach nur sehen möchte, was jetzt weiter passiert. Und wir sind da. Oh Mann, ich bin viel zu gemein. Meine Damen und Herren, hier beende ich den Part. Der nächste Part wird auf jeden Fall das Finale sein. Von Amnesia, A Machine for Pigs. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Part gefallen. Wir haben zum Schluss nochmal eine neue Front kennengelernt, die wandelnde Steckdose. Die werde ich sicher nicht vergessen. Was für ein schnuckeliges kleines Tierchen. Und ja, ihr 93 Trovo, I love to entertain you. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, denn da werde ich auch meine Gedanken zu dem Spiel dann am Schluss aussprechen, wie ich das Spiel fand. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.